Der wirft uns aus der Villa. Was redest du? Da müssen wir halt nur aufpassen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Ärsche vorkommen oder so. Vielleicht hast du schon jemand gesehen. Der wirft uns aus der Villa. Was redest du? Ey, Bruder. Entspannt euch, ja. Ich kann mal kurz sagen, wo wir hier sind und was passiert ist. Ja, Diggi, Aladin wollte zwei Flaschen von so einem Sirup mitnehmen. Aber es hat nicht funktioniert, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall Aladin verloren. Wir fliegen nach Marokko, leider ohne den Marokkaner, wie es aussieht. Die Aladin. Jetzt gerade in diesem Moment. Ja? Hier ein Guide für die Playoffs. Die meinen so Soda-Stream-Sirup, wo man sich dann so seine eigene Apfelschorle mixen kann oder so. Checkt ihr diesen? Verteidigt das mal. Den Sirup, meinst du? Er wird sich loslassen. A few minutes later. Sorry, Digga. Sorry, Digga. Na? Legal. Dieses Mal nur. Nur dieses Mal hat sie gesagt. Bro, what the fuck? Marrakesch ist heftig, ist geil. Das ist auf jeden Fall in Marokko mit den 187ern. Ein Jahrhundert-Event ist das auf jeden Fall, oder? Erster Eindruck? Ich freue mich so sehr auf LA, Chat. Ich habe so Bock. Sieht geil aus. Mächtiges Tor. Wird geil. Ist alles Wüste, hier ist viel grün. Das finde ich geil. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Videodreh bzw. Urlaub vor dem Urlaub. Hier gibt es sogar Salamander. Hm? Martin, ich weiche dir nicht von der Seite. Er hat den letzten Joint. Das sind Zigaretten. Dann können wir noch mal ganz kurz darüber reden. So meine neue Pit Viper Sonnenbrille. Muss man ertragen können, ne? Ich brauche nur noch Nerves. Flashback. Digga, aus der Hüfte. End of Flashback. Schüttelböen. Tschüsschen. Gleich siehst du relativ festen Kakao. Okay. Steht ja schon so ein bisschen länger, oder wie? Ohne nicht die Friseure zu testen. Ihr seid gleich dabei. Yes. Mal sehen, was er drauf hat. Aber da hinterher immer noch welche. 10 Jahre jünger, wenn ich hier raus bin. 8:01 p.m. Speed up, yo. Onkel Bones, der MC, hier läuft direkt aus Marokko. Das ist unser Anwesen. Tschüss, Jungs. So. Ah, das ist der Kakao jetzt. Vera. Ja, krass, haben die da nicht so Pulver, haben die da so Brocken oder wie? Hey, das ist Anna, Pulver, Alter. Ist, ah, also das weiß ich nicht, aber das weiß ich 100%. Ey, viel coolere Verpackung als Rukaba und so, ne? Also ist voll krass. Voll cool. Das nennen wir mal Hasch. Das ist schön, jetzt erstmal. Du kannst jetzt gerade einmal kurz diesen Zusammenschnitt von wegen, wir sind aus dem Haus rausgeflogen, weil wir Drogen genommen haben, reinspielen. Angeblich sollen hier Drogen im Haus sein, was ich ja gar nicht glauben kann, weil ich habe noch keine gesehen. Und ja, jetzt sagt der Vermieter, dass wir hier gehen sollen. A few seconds later. Natürlich lassen wir uns nicht lumpen und bauen zwischendurch auch ein paar Wetten ein. Schafft man es, trockene Füße auf das Gerät zu spinnen und rüber zu schneiden und trockene Füße anzukommen. Es ist irgendwie so witzig, weil die Jungs halt so immer so auf so Gangster machen und dann sowas, Digga, ist so geil. Deutsche illegaler Summer Games, Bro, for real. Muss man das Ding erstmal wieder zurückkriegen. Zieh durch jetzt, komm! Die Motivationsreden von Justin, sie braucht keinen Schwanz, Digga. Du musst so eine kleine Einziehtechnik machen. So, erst mal abschieben. Also. Bam. Da haben wie sie sich kloppen lassen. Ja, ja, ist so. Olympisch werden, ne? Ja, okay. Sie sind deine Mama, ich hau zu mit dem Hammer. Asozial, ja, Mann. Hani Montana. Mach dich auf Asi, du Spasti. Wenn du abfuckst, gibst du Backpfeifenparty. In den Taschen erste Liga hast. Hoffe, dass es jeder schafft. Digga, jetzt film dich mal selber dabei. Film dich mal, wie du da stehst. Ganz ehrlich jetzt mal. Pascal, Junge. Digga, ey. Scheißegal.
Was ein Cut, Bro. Was ein Cut, Bro. 40 Jahre. Auf jeden Fall wisst Bescheid. Das ist 187 Dümer Rock. Was viele nicht wissen, hinter den Kulissen halten wir uns fit auf jeden Fall. Und der Jizzes hält auf jeden Fall so einen Einzelkampf 3 Minuten aus, ne? Jizzes. Wir sind noch nicht tot, nein, wenn der Welt auf Chrome ist, Showtime. Bin ein Superstar, so wie Tupac, ja, voll auf MD. Ja, ich war heute auch beim Training, ne? Und die vorher bei mir, also die vorher bei Mo dran war, meinem Trainer, die hat mir erzählt, dass er morgen seine Weisheitszähne rausbekommt. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit beleidigt und hoffe, dass alles schief geht. Und dann hat er mich übelst gefickt einfach. Digga, der Mann hat mich so rangenommen, Junge. Wir haben so ein beschissenes Huren, so ein Zirkeltraining gemacht, Junge. Mir war so schwindelig am Ende. Meanwhile. Ich bin Akrobatin, Tänzerin, Tänzerin, Profitänzerin, Tänzerin. Ja, ich brauch mehr Kopfschmerzen. Up. Digga, wir brauchen Alter Imagine, Paschanim und 187 auf einem Track, wäre krass. Wir fahren jetzt nach Marrakesch auf den Markt, kaufen noch Potenzial fürs Video. Krass. Wenn ihr das seht, ist Jules schon längst im Knast. Aber noch ist er hier neben uns im Fleisch. Und bin jetzt gerade nicht so der 187-Hörer aktuell so, aber wäre krass. Gut. Pascha mit denen wäre heftig, würde ich sagen. Safety first. Pascha hat Bones Feature gedodged. Oh ja, meint ihr? Wir wollen nicht rausgeholt werden. Gut, ist alles passiert nichts. Wir halten zusammen und das wisst ihr. Sind für jeden Kampf wie gerüstet. 187 hat ne lange Geschichte. Und wenn ich mal fall, fällt der andere mit mir. Meint ihr, die sind echt? Oh, meinst du, kriegen wir sie? Auch gerade eine gezogen hier. Stay free. Wieder neuer Tag in Marx. Jizz ist ein Geier. Wenn man Jizz immer am Joint ziehen lässt, sieht das so aus. Zigarette, meinte er. Wer kam eigentlich auf die Idee, diesen gottlosen Poro-Bro, der einfach nur, der existiert einfach nur, dem einfach so einen ultra fetten Riesen-Joint ins Maul zu schieben, Bro? Der Joint ist so 5-mal größer als der Poro selber. Wie dumm, Alter. Das ist mein Safe. Ich muss kurz verdecken, weil den Pinbild nutze ich für viele Sachen. Das ist das Geld von Bones. Das legt er immer zu seinem vertrauenswürdigen Lieblings-Libanesen. Bro, warum genau haben Rapper immer Bargeld dabei? Wofür? Ich hab's nie verstanden. Die da nehmen keine Kreditkarten. Ja, okay, check. Pascal, du bist der Lieblings-Libaneser, Habibi. Das hier ist mein Geld. Das waren 20.000, als wir angekommen sind. Das sind es auf jeden Fall nicht mehr und wir haben noch gar nichts gedreht. Wir trinken Koko und da haben keine Fanta an der Kette. Eingeschmiertes Team, Digi Leid! Bro, what the fuck, Alter? So, gehen wir wieder in die Spontanität. Wir haben hier zufällig ein paar Teppiche. Hier ein bisschen zurechtschieben, damit es auch für die Drohne nice ausschaut. Guck mal, dass hier ein Weg ist, so geradeaus, ja. Und hier ein gerader Weg. Jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Bleibt gespannt! Bleibt gespannt! Wir sind gerade in der Mitte von Marrakesch, aber genau in der Mitte von Marrakesch. Wir drehen hier gerade ein Tanzvideo. Ich finde mich sympathisch, keine Frau für immer, aber eine, die mir Arsch gibt. Ihr Freund wird panisch. Ein einheimischer Freund. Warum Bands, wenn er sagt Tänzer da, Toss? Okay, okay, dann sollten wir kurz wegschalten so mäßig. Bin ich im Knast. Okay, ich bin ready, Bye. Schnapp, Motherfucker, Krokodil! The next. Imagine, der baut so einen Unfall jetzt. Bro. No. Fährt gegen so eine Tür. Ha! Und? Hier wollte ich da hin. Oh. Komm zu dir, Habibi. Der. Einfach Jesus, what the fuck. So, meine Lieben. Willkommen zu unserem Marokko-Blog. Ich zeig euch mal die Villa. Hier ist das Liegebett. Für die speziellen, besonderen Momente mit euren Schatzi-Batzi, falls ihr eins habt. Hier kann man es zuziehen. Und dann ist das scheiße. Ist man ungestört. Da vorne ist unser Essbereich. Aber das ist private. Man muss auch ein bisschen was intim lassen. Wir können nicht alles hier nach außen tragen, Leute. Es geht nicht. Wir haben auch noch ein Privatleben. Das ist der Essbereich, Bro.
Legende aus Frankfurt, das ist ja wohl bekannt. Silva Amate. Wer war das da recht? Silva Amate. Ein ganz, ganz neuer funkelnder Stern am Trap-Hip-Hop-Himmel. In der Mitte. Okay, gleich toss, ich bin ready. Guter Innenverteidiger, sieh, was ich gehört, immer in der Mitte, immer gucken. Bam, bam, bam! Dass nichts kaputt geht. Martin Scorsese, Martin. Und unser Aladdin vom Kiez. Also, Marokko, Marrakesch ohne Aladdin. Das wäre ja wohl total lächerlich. Die Chefs sind natürlich am Sleepern, die brauchen Ruhe. Die wollen sich auch erholen. Kopf arbeitet den ganzen Tag auf Hochtouren. Dann brauchst du ein bisschen Relaxissimo. Wir sehen uns zum Mittag wieder. Hör auf jetzt, Mann. Halt nicht die ganze Zeit drauf, Mann. Ich bin doch hier nicht euer Clown. Kann jetzt mal richtig arbeiten hier, der. Tüten im Keller packen, bisschen Brot und eine Kellerpackschein, stilles Wasser, mehr brauch ich nicht. Jeden Text kenn ich auswendig, die Chromfelge fällt immer auf. Sound brüllt laut, hinterm okay, jetzt gleich, komm jetzt gleich der Part, wo wir aufpassen müssen. Ich brauch ein Haus. No way, Digga, no way, was ist dieses Video? Kauf, ruf mich an, wenn du Dinger brauchst. Ein Tausender da, ein Tausender hier. Ich brauch ein Haufen Papier. Hör, wie der Auspuff knallt. Du okay, hast mich fasziniert. The next day. 11:39. Ich mach dich mal drauf, Digga. Wollen wir mal kurz ein bisschen Fax machen oder solche Scheiße, Digga. Pascal, Digga. Deswegen mag dich keiner. Wir sind in Marokko. Die Mädels sind da. Voll gemein. Pascal ist an der Kamera. What the fuck? Sind alle wach zur Party. Außer Aladdin. Ist das überhaupt Aladdin deine? Nee. Aladdin ist da hinten irgendwo. Okay. Digga. Digga, aber geile Butze, die die haben, oder? Die Butze ist. Guten Morgen! Sehr geil. Okay, ich geh mal in diesen hier. Hast du? Ah, die haben eine Badeklamotten anscheinend. Ich glaube, das passt schon. Die haben Badeklamotten, no joke, die haben Badeklamotten an. For real, die haben Badeklamotten an. Es ist eine Beachparty, Bro. For real, fine. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ja, warten wir noch kurz. Wir sind kurz am Arbeiten. Denn diese Magazine voller Bein, trinken Punschbruch in Pflanzen. Sag mir nicht, du kannst nicht tanzen. Nein, 1, 2, 3, Krokodile mit dabei. Im Baller los, so lieb, grünchen wie der Polizei. Er ist sich nicht zu schade. Hier putzt der Chef doch selber. Bro. Er ist sich nicht zu schade. Hier putzt der Chef doch selber. Das ist so witzig. Nicht. Du hast gerade gelacht. Ey, sorry, Mann, sorry. Ey, es tut mir leid, sorry. Das war lustig, was Jesus gesagt hat. Weißt du, sorry, ich wollte keinen Stress. Hab ich nicht. Ist irgendwas? Hab ich irgendwas irgendwo? Nein. Nein, nein, Jesus hat was Lustiges gesagt. Alle, soll ich alle nicht so anstellen? Wir können auch tanzen mit Handschellen. Was geht ab, auf jeden Fall. Schöne Woche gehabt. Effektiv gearbeitet. Riesen Spaß gemacht. Ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Mal. Also, das war Marokko, Alter. Ist doch geil gewesen. Keiner kann sagen, wir waren hier zur Erholung. Wir haben hier gearbeitet. Ja, es ging schnell. Hein Hungrig ist in diesem Zeitpunkt schon längst aufgenommen. Wie ihr das hier seht, ist Hein Hungrig schon im Kasten. Jizz ist schon im Knast. Noch bin ich da. War eine geile Zeit. Ey, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Irgendwelche letzten Worte? Irgendwelche Grüße aus dem Gefängnis? Es war schön, es war eine gute Runde. Wir haben geschafft, was wir wollten. Bombe. War eine geile Hochzeit ohne Hoch. Haben eine geile Zeit. Ja. Oh Mann, war eine geile Hochzeit ohne Hoch. Digga, oh Mann. Oh Mann, das habe ich dir gesehen, doch.